Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Jawohl, wir haben Sword Mason noch kennengelernt, der hier die Kuh umbringen möchte. Aber die Schweine nicht, weil die geben ja keine Milch. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Wenn wir sie dann finden. Vielleicht können wir die armen Kühe ja von ihrem schrecklichen Leben befreien. Nur ist die Frage, wo genau vegetieren die Kühe denn vor sich hin? Ach, da sind sie ja schon. Na, die alten Mukus. Ah, Hühner habt ihr auch. Geil. Hat jemand von euch einen Namen? Leon, Kelvin. Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Ja, vergiss es. Einfallen. Ich bleibe auf dem Hof hier. Okay. Wenn du meinst. Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke. Mach hier keinen Ärger. Oh, und wie ich Ärger machen werde. Das wirst du gleich noch sehen, mein Freundchen. Milchfass. Ich frage mich, ob ich gleich Milch transportieren muss. Bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Guck mal, die sind Freunde. Geh jetzt besser. Geh jetzt besser, aber ich gehe schlechter raus, sagst du nur. Hast du wenigstens einen Namen? Hey Dennis, was geht denn? Ist das dein Hof hier? Ich bin der Boss hier, falls du das meinst. Ich kümmere mich darum, dass der Viehhof seinen Dienst verrichtet. Ach so. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Fein, da habe ich was für dich. Meine Männer sind scheinbar zu dämlich dazu. In letzter Zeit treibt sich ein Rudel streunender Wölfe hier herum. Oh nein, nachts schleichen sie sich an den Hof heran und fressen uns die Tiere unterm Hintern weg. Ich werde dir einiges dafür bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden. Das kann ich wohl machen. Ich kümmere mich um die Wölfe. Eine Sache noch. Die Biester sind verdammt clever. Sie müssen sich irgendwo versteckt halten, solange es hell ist. Ich glaube kaum, dass du sie in freiem Gelände erwischen wirst. Könnte mir vorstellen, dass sie irgendwo in der Nähe von Montera eine Höhle haben. Es sind nur Wölfe. Ich werde sie schon finden. Hoffentlich. Hoffentlich. Nun, dann suchen wir die streunenden Wölfe. In der Nähe einer Höhle. Einfach nur, um ein bisschen XP abzugreifen. Na, ihr Viecher. Schade, dass ich nicht mehr durch reden kann, ne? Die cleveren, streunenden Wölfe. Naja, schauen wir doch mal, ob wir die finden. Scheißviecher. Auf jeden Fall. Was ist das hier? Ein kleiner Schrein von Belia, hä? Dem blöden Arschloch. Ja. Belia gibt mir Geld gegen HP, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wer lebt denn hier? Achso, Rebellen. Habt ihr zufälligerweise Wölfe gesehen? Rebell Otis. Für den König. Ja, du mich auch. Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Oh, Mensch, habe ich aber Angst von dir. Von welchen Wüstenhändlern sprichst du? Wenn du die Straße nach Westen folgst, kannst du noch ihren alten Kram liegen sehen. Wir haben sie ausgenommen und in die Flucht geschlagen. Das ist aber gemein. Wo sind diese Wüstenhändler jetzt? Sie sind nach Montera gelaufen. Wäre besser für sie, wenn sie da auch bleiben. Was machst du hier? Ich warte auf eine Nachricht von unserem Mann in Montera. Euer Mann? Wir haben einen Mann bei den Söldnern eingeschmuggelt. Er soll herausfinden, wann der richtige Moment ist, eine Revolution zu starten. Dann viel Glück damit, ne? Erzähl mir mehr über euren Spitzel bei den Söldnern. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das wäre zu einfach. Natürlich. Ich will bei euch mitmachen. Dann beweise es. Seit einigen Tagen lungert so ein dämlicher Söldner bei unserem Treffpunkt herum. Der Kerl stört unsere Kontakte untereinander. Mach, dass er verschwindet. Ich mach, dass er verschwindet. Wo ist euer Treffpunkt? Auf dem Hügel südlich von Montera. Dort steht eine alte Turmruine. Eine Turmruine? Na, ich glaube, die habe ich schon gesehen. Da drüben. Huch, danke für den Rucksack. Such zwar eigentlich eine Höhle, aber dann gehe ich halt zur Turmruine. Wo ist denn da der Unterschied? Gibst du mir Reisenhalt? Danke dafür. Uhu. Speicher mal, bevor ich was Falsches mache. Was geht denn? Trano? Verschwinde, du Wurm! Kleine Pause, hä? Solltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas?
Was interessiert dich das? Lass mich in Ruhe! Gern die Arbeit. Ja, eigentlich, ne? Der Hügel hier ist zu klein für uns beide. Ach ja? Und was willst du jetzt dagegen unternehmen? Der aus dem Maulhorn. Ich find's gut, dass gerade eben seine Stimme total leise war. Geh wieder an die Arbeit oder ich mache Meldung bei deinem Vorgesetzten. Tatsächlich? Da krieg ich ja richtig Angst. Verschwinde einfach, du Spinner! Na gut, ich hab's auf die friedliche Art und Weise probiert. Mit der Waffe. Pieks. Hat dir wehgetan, sagst du? Peng. Du wagst es nicht zu schlagen. Hallo. Du meinst ja nicht frech, ja? Jetzt ist die Söldnerarmbrust. Okay, cool. Jetzt ist die Frage, soll ich ihn umbringen oder reicht das schon von wegen, hey, wo bist du, Sturmsohn? Ist jetzt mein Revier hier. Ach, weißt du was? Tschüss. Früher oder später hätte ich ihn sowieso umbringen müssen. Von daher, warum nicht jetzt schon anfangen? Mal sehen, ob seine 30 Freunde das irgendwie mitbekommen haben. Hey, du bist ja als Mörder gesucht. Lalalalalala. Guck mal, ich hab den Typen umgebracht. Otis, wo bist du denn da? Euer Treffpunkt ist sauber. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Findest du? Was ist jetzt mit eurem Kontaktmann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es soweit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Tja, vielleicht wartet ihr nicht nur wie Idioten, vielleicht seid ihr auch Idioten. Das würde mir doch niemals einfallen zu sagen, oder? Natürlich nicht. Gut, dann machen wir immer die magische Speicherung und laufen ja weiter. Vielleicht finden wir hier auf der Seite noch eine Höhle mit Wölfen. Wobei das schon ein bisschen weit ab vom Schuss wäre. Ja. Oder einfach zur Nacht warten. Vielleicht kommen sie dann raus. Oh, hallo, Scavengers. Scavenger, was geht denn? Da hat nicht mal die Kampfmusik eingesetzt. So schnell war das wieder um. Eine Mana-Pflanze, die Klosterspastis wollten ja welche. Ich überlege gerade, ob ich jemals dem einen Fuzzi in dem einen Clanlager gesagt habe, dass ich seinen komischen Wolf umgebracht habe. Müsste man eventuell mal auschecken. Aber nicht jetzt, das wäre zu einfach. Nicht jetzt, wo ich mich noch dran erinnere, dass ich das machen wollte. Wo kommen wir denn da hin, ne? Vorne ist, glaube ich, eine Höhle. Mal schauen. Nein, Wildschwein. Hilfe. Ich habe auch random einfach aus der Ecke gekommen. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier und werde dich vernichten. Aber wenn hier ein Wildschwein lebt, dann wird hier wahrscheinlich auch kein Wolfslager sein. Wäre zumindest unlogisch, aber ich meine, hey. Was weiß ich schon von Logik? Ah, streunender Wolf. Guck mal an. Da guckt sogar ein kleiner Leck. Mich verarschen, dass die streunenden Wölfe jetzt wieder so pipi-fuck sind. Hauptsache die Wölfe draußen in der freien Natur, die wandern nicht einfach oder stackern dich bis in alle Ewigkeit. Ja, streunende Wölfe sind kein Gegner für mich, scheinbar. Nun, dann rotten wir sie halt mal kurz aus. Truhe, schwarzer Rober, Mann, wunderbar. Das habe ich gebraucht. Wir labern die sogar. Der letzte Scheiß. Na. Auszuweichen. Ja. Das war schon. Wow. Was für eine Herausforderung. Hoffentlich müssen die niemals richtige Wölfe umbringen. Wären die wahrscheinlich ziemlich am Arsch. Oh ja, nicht mein Problem. Easy XP, wenn man so schon sagt, ne? Was ist immer hier Schönes? Das hat sich ja gelohnt, sagst du. Ja, 7 Feuerpfeile, wer weiß. Wann der nächste Eisgolem kommt. Oh, Wenzelschwert. Was ist das denn Schönes? Ich glaube auf jeden Fall kein besseres Schwert. Es ist... Warum ist das so, weil es mehr Stärke benötigt, aber generell scheiße, ist cool, gut zu wissen.
Wenzels Schwert. Ach. Der war doch, oh Junge, vor Ewigkeiten in einem der Nordgebiete. Der hat doch sein... War das nicht irgendwie, dass der ja irgendwo sein Schwert verloren hat? Oh Gott. Ich meine, ja, offensichtlich hat er es verloren, aber... Der war ja in einem ganz anderen Gebiet, oder? Scheiße. Das habe ich... Das vergessen. Tja, ich bin halt dumm. Ja, ich habe gerade meine Notizen geguckt. Ich habe es mir teilweise nicht notiert. Wolfshöhle in der Nähe von Monterra, Denzels Schwert. Aber ich habe mir nicht notiert, wo dieser Denzel ist. Ja, gut. Nun. Müsste ich mir nochmal angucken, dann auf Screen, auf der Karte. Gibt ja eine interaktive Karte. Finde ich auch sehr schön. Sollte von mehr Sachen interaktive Karten geben. Ja, anyway, gehen wir mal zurück und berichten, dass die komischen Wölfe tot sind. Ein ziemlich komischer Weg für die Wölfe. Und wie gesagt, dass das dämliche Wildschwein da vorne noch rum existiert. Spricht nicht für die Wölfe, aber naja. Was interessiert das mich? Gib mir die Wurzel. Achso, das ist eine Eidechse. Nein, ich will die Heilwurzel haben. Die Eidechse kann von mir aus Eidechse bleiben. Irgendwann ist das auch vorbei. Ja, irgendwann ist alles vorbei. Trotzdem gefällt mir der Brief. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Natürlich. Natürlich hast du das auch mitbekommen. Naja. Es kommt noch schlimmer. So, Wölfe tot. Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? So sieht's aus. Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. Danke. Jetzt werde ich eure Kühe umbringen. Ich hoffe, stört das nicht so sehr. Lass mal speichern. Ich weiß, Mann. Ich kann leider nicht schleichen und die Kühe in die Waffe ziehen. Ich bin mal gespannt, ob das auffällt. Ja, wer hätte es gedacht? Bleib stehen! Ich bin doch stehen geblieben. Ah, die schießen an Hilfe. Nee, ich will nicht damit aufhören. Ich habe gerade erst angefangen. Ah, wenn die nicht schießen würden. Hilfe. Hier kommst du nicht lang. Ah, nein, schluck doch nicht zwei. Ich finde das geil, wenn du aus Panik einfach Drolf mal raufklickst und du frisst dann halt auch Drolf mal den Strang. Ja, komm, stirb. Ja, hau drauf! Ja, drauf. Was ein bisschen doof ist, weil ich meine... Nächstes Mal mache ich dich fertig. Machst du das? Oh. Ich müsste die... Da ist nichts mehr zu holen. Das ist halt ein bisschen doof. Dusch. Dusch. Duppe. Ich habe normale Erfahrung bekommen. Interessant. Ja, was doof ist, weil ich meine, ich musste jetzt wahrscheinlich normal oder umschlagen. Oder die bleiben einfach tot, weil das halt so. Ach, keine Ahnung. Nee, ich höre nicht damit auf. Zwing mich doch. Du hast Schwitter, deine Schätze. Nee. Bleib dran! Komm her. Leute, es gibt einen Kampf! Jetzt nicht mehr. Da ist nichts mehr zu holen. Hat sich ausgekämpft. Nee, was ich sagen wollte, die sind doch bestimmt angepisst, wenn ich dann in die Stadt rein will. Von da ist nichts zu holen. Jemand schlägt unsere Leute kaputt. Aber naja. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ja, das stimmt allerdings. Oh, mein Kopf! Da sollte man wirklich mal aufpassen. Upp. Tut mir leid. Arme Milchkuh. Wer hat denn da sein Schwertchen gezogen? Auch Rockshold, ne? Der ist unsichtbar. What the fuck? Der Wichser ist einfach unsichtbar. Was soll denn die Scheiße? Das finde ich jetzt aber gar nicht nett, dass die jetzt schon Stealth-Techniken haben. Dämliche Arschgesichter.
Oh Junge, wenn ich mir damit mal nicht gerade den Zugang zu Matera verkacke. Naja. Dann ist das halt so. So, habt ihr noch mehr Kühe hier rumstehen? Krieg ich dich doch noch. Kriegst du mich doch noch? So, guck mal, wie du mich kriegst. Hör auf mit der Scheiße! Hihihihi, hast mich gekriegt, sagst du? Komm her. Bleib stehen! Nein. Ach Mann, mach ich's halt so. Naja, dich. Aula, komm schon. Wirst du was erleben? Echt, was erlebe ich denn? Seine Stimmlage war interessant. Hey, okay, dann mach ich gleich um. Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Was ist denn nur los? Warum greift ihr mich denn jetzt an? Seid ihr dumm? Ich meine, wenn ihr sterben wollt, jedenfalls. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Ich fasse euch gerne, der Frachtprügel. Da ist nichts mehr zu holen. Volles Hund aus dem Maul für jeden, der möchte. Ja, aber warum sind die als Aggro geworden? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Als ob die angepisst sind, weil ich die Söldner zu ihnen gebracht haben. Das können die auch gar nicht schnallen. Naja, hier ist die letzte blöde Kuh. Die wieder geschützt ist durch eine magische Barriere. Ja, mein Gott, stopp einfach. Yay, ich hab die Kühe umgebracht. So, mal gucken, ob die jetzt noch angepisst sind. Warum auch immer, weil sie das sind, aber hey. Hallo, Mason. Komm mal her. Kühe dort. Die Kühe sind platt. Bist du jetzt zufrieden? Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir das Zeichen bekommen. Na dann mal viel Spaß dabei. Ja. Hey, willst du deine Belohnung nicht haben? Hier, hast du ein paar Goldmünzen. Zu gütig. Wer ist euer Spitzel? Er hat sich unter die Söldner gemischt. Oho. Wir haben ein Passwort. Es heißt, es lebe Okara. Wenn du ihm das sagst, wird er dir vertrauen. Ah, okay. Es lebe Okara? Wer ist denn auf den Unsinn gekommen? Das war meine Idee. Toll, was? Okara ist unser Hauptquartier im Norden von Montera. Was eignet sich besser als Passwort als das? Tolles Passwort. Dann könnt ihr ja gleich durch die Stadt rennen und rufen, Hallo, ich bin ein Rebell. Kommt und tötet mich. So habe ich das noch nie gesehen. Idiot. Ja, aber was für eine... Wenn er schon so dämlich ist, ich meine... Wie dämlich ist dann erst die Rebellenführung, dass sie sich gedacht, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Naja, was interessiert's mich? So, auf dem Hof sollte ich mich wahrscheinlich nicht mehr blicken lassen, aber ich guck mal, ob ich noch in die Stadt kann. Ohne einen kleinen Krieg auszulösen. Was kann denn schon groß passieren? Ja, ich weiß auch nicht, was groß passieren kann, aber es wird passieren. Gibt's echt nur den einen Eingang da drüben? Nee. Hallo, was geht denn? Gut, juckt keinen. Umso besser. Gut, dann würde ich erstmal sagen, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn wir die Stadt erkunden. Hurra, bis dahin. Tschüss.